Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Würzburgs Kapitän Sebastian Schupan ist schon dreimal in seiner Karriere aus der dritten Liga aufgestiegen und das mit drei verschiedenen Vereinen, nur mit den Kickers eben noch nicht. Das könnte sich dieses Jahr ändern, denn Würzburg spielt eine klasse Saison, hat heute im bwin Topspiel gegen Chemnitz mit einem Sieg sogar die Chance auf einen direkten Aufstiegsplatz. Ganz anders die Situation bei den Gästen. Chemnitz ist mitten im Abstiegskampf, hat nur 3 Punkte Puffer bis zur bedrohlichen Zone. 3. Minute, Würzburg in Rot mit der ersten Gelegenheit. Pfeiffer und auf der Linie geklärt von Garcia. Ecke von Hermann, dann Baumann mit dem Kopf verlängert und dann eben Luca Pfeiffer mit dem ersten gefährlichen Abschluss. Die Chemnitzer auch gut in der Partie und auch mit Gelegenheiten. 17. Minute hier. Bosic kommt nicht an Vincent Müller vorbei. Macht das klasse gegen zwei Verteidiger. Die Sachsen waren gut dabei, aber dann wurde ihnen der Trainer genommen. Nach einer halben Stunde gelb-rote Karte gegen Patrick Glöckner. Was war passiert? Freischusspfiff gegen den CFC und da hat er sich beschwert und den Ball nochmal reingeschossen. Ließ 2 Vergehen, gelb-rote Karte. Eine harte Entscheidung des Schiedsrichters gegen den Gästetrainer. Wenige Momente später diese Szene auf Höhe der Mittellinie, das Foulspiel von Maloney. Und da entscheidet sich der Schiedsrichter Wolfgang Haselberger für die Ampelkarte. Gelb-Rot gegen den Chemnitzer in dieser Szene. Auch da, finde ich, hätte man das anders entscheiden können. Aber klar, auch das keine Fehlentscheidung, aber doch ein wenig überhart. Dann dieser Blackout von Schopenhauer. Rieseneinladung für die Würzburger. Abschluss für Baumann. Und dann nochmal Pfeiffer. Das muss eigentlich ein Tor sein. Der Ex-Würzburger Schopenhauer mit dem Blackout. Der passt genau in Luca Pfeiffers Beine. Der hat die Übersicht. Dominik Baumann nutzt das nicht. Und dann muss eigentlich auch der Nachschuss sitzen. Wieder auf der Linie gerettet vom CFC. Zur Pause also ein 0:0. Schiedsrichter Wolfgang Haselbauer mit 2 Platzverweisen in einem eigentlich sonst fairen Spiel. Da fehlte ihm das Fingerspitzengefühl. Zweiter Durchgang. Natürlich wollen die Gäste jetzt hier beißen, kämpfen und möglichst lang die Null halten, aber die Kickers kommen gleich gut aus der Kabine. 50. Minute, das ist Frank Ronstadt, schaut in die Mitte und findet Luca Pfeiffer. 1:0, gerade mal 5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang und die 1,96 Körpergröße von Luca Pfeiffer werden hier perfekt in Szene gesetzt. 11. Saisontor des Angreifers. Und es ging gleich weiter. Die Würzburger hatten jetzt Lust auf Tore. 3 Minuten nach dem 1:0. Dieser feine Pass von Rhein und das ist Dominik Baumann. Perfekt gestartet, aber auch wunderbar dieser Schnittstellenball da von Rhein und dann eben Baumann nimmt ihn perfekt mit der Brust und vollendet zum 2:0 durch die Beine von Jakubow. Das ist natürlich ein großer Schock für den CFC. Wie gesagt, eine gute erste Halbzeit gespielt und dann im zweiten Durchgang auch noch richtig auf dem falschen Fuß erwischt und einer weniger. Dann Schopenhauer. Nochmal so ein Blackout von Schopenhauer und Breunig mit dem 3:0 in der 73. Mehr Geschenk geht aber auch nicht. Clemens Schopenhauer, warum er da genau den Ball auf den Stürmer spielt, weiß auch nur er. Und Maxi Breunig macht das klasse mit seinem 3. Saisontor. Ganz cool überlegt ins Tor zum 3:0 für die Kickers. Wenn du am Freitagabend vorlegen kannst, dann kannst du die Spiele am Wochenende in Ruhe angucken und das machen wir natürlich auch und trotzdem ist erstmal nicht mehr passiert. Wir haben gewonnen, wir freuen uns, haben jetzt aber auch wieder nicht so viel Zeit, uns darüber zu freuen, sondern müssen jetzt gucken, dass wir wieder fit sind für Dienstag. Man hat gesehen, dass es ein Spiel ist, wo es um viel geht. Also wir kämpfen von dem Abstieg, Würzburg kämpft von dem Aufstieg. Da ist es natürlich wichtig, dass man gute Schiedsrichter auch auf den Platz bekommt. Ein gutes Schiedsrichtergespann mit Fingerspitzengefühl und vor allem auch mit einer gewissen Menschlichkeit, die einfach zum Fußball dazugehört. Und wenn man dann solche arroganten Züge an den Tag legt, muss ich sagen, bin ich nicht mit einverstanden. In einem Spiel, mit dessen Verlauf der CFC heute nicht einverstanden ist, müssen sich die Gäste mit 3:0 geschlagen geben. Die Kickers gewinnen bereits zum 5. Mal seit dem Restart und haben richtig gute Karten im Aufstiegsrennen. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.